Das nächste große Beben ließ beim VfB Stuttgart nicht lange auf sich warten. Nach dem Ab- und Jürgen Kramnis Ausstieg musste nun Sportvorstand Robin Dutt seine Koffer packen. Dutt blieb gerade einmal anderthalb Jahre bei den Schwaben. Die einvernehmliche Trennung ist das Resultat einer desolaten Bundesliga-Saison, die im Abstieg endete. Präsident Bernd Wahler verließ freiwillig den VfB. Robin Dutt soll noch um seinen Posten gekämpft haben. Zeitgleich konnte die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers bekannt gegeben werden. Joost Luhukay wird die Schwaben bei der Mission Aufstieg leiten. Der Niederländer erhält einen Zweijahresvertrag. Luhukay ist ein Aufstiegsexperte. Dreimal gelang dem Coach bereits der Sprung in die erste Liga. 2008 mit Borussia Mönchengladbach, 2011 mit dem FC Augsburg und 2013 als Trainer Hertha BSCs.